Zusatzfrage? Wie unterscheidet sich jetzt das Sprungbrett von der Logik der Eingliederungsbeihilfe, die wir bisher gekannt haben? Das wird sich sicher auch daran orientieren. Wir werden bestehende Modelle auch verwenden. Es gibt da auch ein sehr gutes Modell in Oberösterreich, das vor kurzem vorgestellt wurde, wo wir Anleihen genommen haben. Es wird ein Mix an Maßnahmen sein. Entscheidend für mich ist das Ziel, dass Menschen nach einer gewissen Zeit, wo es eine Unterstützung gibt, ein Kombilohnmodell, dass die Menschen eine volle Beschäftigung bekommen und auch voll integriert sind im Arbeitsmarkt. Und das geschieht eben besser, wenn das unternehmensnahe, betriebsnahe basiert, als wenn das nur im Rahmen gemeinnütziger Tätigkeit und im Rahmen von sozialökonomischen Betrieben oder öffentlicher Beschäftigung erfolgt. Das wird ein Teil sein, aber der Hauptfokus liegt auf dem privaten Sektor.